Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Es geht wieder weiter. Im letzten Part haben wir Ikana so halbwegs fertig gemacht. Festung ist abgeschlossen, der Brunnen ist abgeschlossen. Ich hätte gerne das mit dem Postboten noch gemacht, aber ich habe mal nachgeschaut. Die Milchbar, wo der Postbote jetzt hinrennt, ist da bei den Goronen, wenn du da den großen Berg hochkletterst. Und ganz ehrlich, da warte ich lieber, bis das Auge der Wahrheit wieder bei uns ist, oder? Ich habe da, glaube ich, keinen Nerv für. Okay, hier sind wir mal wieder in Ocarina of Time drin. Auch sehr schön. Ja, also hier in dem Eislevel, ne? Bei dem großen Berg, wo normalerweise Darunia geläutert wird und wir die Goronenmaske bekommen. Dort ist die Milchbar drin. Deswegen, wir machen das später. Ja, machen wir später. So. Wir gehen mal hier rein, in die Höhle. Pokémon Diamond wieder am Start. So, warum ist da eine Wundererbse? Oh, warte mal. Käfer. Da hole ich doch mal ein paar Käfer rein. Wir haben auch Wundererbsen, by the way. Frage ist nur, warum sollte ich da fliegen? Oh! Ja. Ja doch. Da ist auch ein Rezept. Was ist das? Milch? Wahnsinn, Alter. Heilige Scheiße. Gibt's ja ordentlich was zu holen. Hä? Wie nice. Das wusste ich ja überhaupt nicht mehr. Das ist ja ein richtiger Spot. So, was kriegen wir hier? Geld. 5 Rubine. Ja, Wahnsinn. Aber das hier, das lohnt sich schon. Ba. Theoretisch braucht man hier auch erst die Lichtpfeile, damit man das machen kann, ne? Ich sehe zumindest jetzt gerade kein Licht ansonsten. So, zack. Und dann fliegen wir mal eine Runde, würde ich sagen. Da kriegen wir ja ordentlich Stuff jetzt hier. Ich bin gespannt. Normalerweise ist das wahrscheinlich alles nur Geld. Zack. Schöne Milch, ein Herzteil. Dann das Rezept. Sehr, sehr wichtig. Sehr cool. Fehlt uns nur noch ein Tausch-Item. Blaues Feuer. Scheiße, den wollte ich eigentlich nicht. Aber egal. So, dann noch hier ein Token. Das 25. Es fehlen nur noch 5 Stück. Läuft ganz gut, würde ich sagen. Und da ist Nummer 26. Cool. Ja, fertig, ne? Geil. Was für ein crazy Spot, ey. Wusstet ihr das, Leute? Ich hatte das gar nicht im Kopf, dass es sowas hier gibt. Krass. Also man lernt das Spiel immer wieder neu kennen. Bam, bam, ba, ba, bam. So, mal gucken, ob es davon noch mehr gibt. So, hier muss ich auf jeden Fall 3 Prüfungen bestehen oder so, ne? Gibt es hier unter Wasser noch irgendwas? 4 Prüfungen sogar. Okay, komm. Erster Raum, let's go. Ich weiß gar nicht, normalerweise gibt es hier auch nur ein Herzteil. I don't know. Hallo. Ja, du bist doch kein Gegner. Du bist doch Frühstück. Oh, 3 Stück? 3 Stück? Trotzdem Frühstück. Du, gibt's da jedes Mal eine Schatzkiste? Ja, sehr schön. Leider hier nichts drinne, schade. Ba, ba, bam, bam. Aber wir haben ja eben schon ganz, ganz, ganz viel bekommen. Also ich bin echt zufrieden damit. Und was für ein Glück, dass wir halt auch die Bohne dabei hatten, ne? Mega. Schön. Sonst noch was hier? Man sollte sich in den Räumen immer noch mal umgucken. Jetzt habe ich das gelernt. Okay. Wahnsinn. Bin richtiger Jumping-Profi. Okay. Wir machen Uhrzeigersinn nach. Let's go. Ach nö. Ich hasse den Dude.
Geht das eigentlich mit anderen Fallen schneller? Oh Gott. Ich meine, das ist jetzt so ein Eistyp. Wenn ich jetzt Feuerpfeile nehme, geht das dann schneller? Oder ich nehme mal Lichtpfeile. Ist ja das Stärkste. Einfach mal so testhalber. Normalerweise braucht er 4 Schüsse. Ja, geht schneller, okay. Dann braucht er eine 2. Ja, dann machen wir das doch mit Lichtpfeilen. Also hier ist es, ups, tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil man nicht so eine krasse Übersicht hat. So, das war er. Man kann sich hier nicht so schön in der Ecke positionieren und hat alles im Blick. Das ist hier, glaube ich, die Schwierigkeit hinter. Aber ansonsten ist das natürlich auch ein easy Gegner und eher nervig, sag ich mal. So, warte mal, wo sind denn eigentlich meine Hasenohren? Dass ich hier ohne Hasenohren spiele. Sowas aber auch. Ja, Leute, ich habe jetzt aktuell den Plan, dass wir dann erstmal den Feuertempel vielleicht fertig machen. Was sagt ihr? Ich meine, es ist ja möglich jetzt. Warum habe ich eigentlich beim Snowhead... Da habe ich doch mittlerweile 3, oder? Irre ich mich. Warte mal. Wo kann ich das? Hier konnte ich das nachgucken. Snowhead. Genau, da habe ich 3. Da konnte ich jetzt mittlerweile auch alles machen. Ah, oh, krass, ey. Wie viele Skulltees wir schon haben. Da fehlen ja nur noch 4 und 9 und von den anderen noch 25. Also das ist ja schon echt hammermäßig, wie viel wir da schon gesammelt haben. Wir sind aber wirklich bei 9, 8, 5, 3, 5, 3, ja. 4, 8, jo, das passt alles. 1, 3, 1. Stone Tower habe ich auch einen mehr. Okay. So, was haben wir hier? Ach ne. Was brauche ich denn da? Eispfeile? Ne, kriege ich Eispfeile. Theoretisch einfach nur einen Bogen, oder? Bin mir gerade gar nicht so sicher. Ich glaube, Bomben sind auch ganz nützlich gegen den. Letzte Fight! Ich glaube, ich muss da einfach nur mit Pfeilen reinballern, ne? In den. Irgendwie so. La 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 la. Was war das denn? Hast du das gesehen, Alter? Crazy. Hohoho, was passiert da? Ist er schon tot? Nee. Jetzt beginnt die heikle Phase. Hallo. Ich glaube, da kann man mit dem Schwert einfach reinhauen, ne? Hallo. Der sieht doch gar nichts. Der Arme. So, tschüss. Erledigt. Düp. Komm, jetzt mal eine ordentliche Schatzkiste hier. Ah, wieder kein Glück gehabt. Wenn man alle Räume gemacht hat, kriegt man dann von der Geister-Uschi noch was? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich wäre auf jeden Fall dafür, dass wir als nächstes den Feuertempel machen. Mach ich gerne den Feuertempel. Den haben wir jetzt auch schon 5-mal angefangen.
Ist, glaube ich, schön, wenn wir den endlich mal beenden können. So, was haben wir denn hier als letztes? Oh. Weißt du was? Aua. Ich glaube, normalerweise musst du den erst mit dem Schild... Okay, warte mal, vielleicht ist es doch Zweihandschwert. Ein Handschwert besser. Ich glaube, normalerweise erst einmal blocken, ne? Ich glaube, du musst ausweichen. Man muss ausweichen? Man muss ausweichen, ne? Ja. Okay, so war das. Und dann ist der auch easy. Okay. Muss erstmal wieder rausfinden, wie der ging. Und dann der Selbstmörder sprengt sich auch noch in die Luft. Der Penner. Und wieder nur was Normales. Aber hätte man hier was Besonderes bekommen? Ich glaube, normalerweise gibt es hier auch ein Herzteil. Aber die Frage ist, kriegt man das vielleicht von der Geister-Uschi? Oder Geistertypen. Man weiß ja nicht, wer er ist. Also, es gibt ja immer noch die Theorie, dass das dieser Junge ist, ne? Aus Ocarina of Time. So, gucken wir mal. Ob's da... Ja! Oh, wow! Mit dem Triforce drauf, Leute. Das gefällt mir gut. Sehr schön. Zeig mal her. Na, die letzte Flasche. Ja, finde ich aber nicht schlecht, weil uns steht ja noch das Eiersuchen bevor. Deswegen bin ich eigentlich fein damit. Und ich würde sagen... Ja, wir sind am Final Day angekommen. Ja, pass auf, wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich würde mal kurz das Rezept abgeben. Das ist natürlich den einzigen Song, den ich noch nicht habe, ne? Der Wassersong. Richtig? Ja. Der einzige, den ich nicht habe. Geil. Ja, das Rezept müssen wir... Ah ne, jetzt müssen wir zu Königssocher bringen. Ja, okay, dann geht's ja eigentlich. Ja, das geht, das geht, das geht. Ja, Majora's Mask ist für mich dann erstmal wieder passé, diese Runde. Dann machen wir jetzt erstmal Feuertempel und bringen das Rezept weg. Das ist der Plan. Und dann, wenn wir das gemacht haben, kommt halt drauf an, was wir jetzt so bekommen im Feuertempel. Wenn wir jetzt irgendwo den Spiegelschild bekommen, dann könnten wir auch erstmal den Deku-Baum fertig machen. Ja. Deku-Baum fertig machen. Das wäre was ich machen würde. Spiegelschild könnten wir dann auch den Geistertempel fertig machen. Also es gibt schon ein paar Dinge, die wir dann tun könnten. Ansonsten hätte ich gesagt, gehen wir als nächstes in den Wassertempel von Majora's Mask. Den können wir auch komplettieren. Und die Kafei-Quest könnte man machen. Da müsste ich mich aber nochmal belesen. Und die Kafei-Quest... Ja. Die Sache bei der Kafei-Quest ist halt... Wir müssten... In die Milchbar. Das heißt, das Auge der Wahrheit wäre da sehr nützlich. Denn die Milchbar ist ja wie gesagt oben... Bei den Goronen im Eislevel, man könnte jetzt auch erst den Dungeon nochmal machen von den Goronen, aber da bräuchte ich wieder die Feenmaske, weil ich will, wenn, dann das Ding gleich komplett abschließen. Und ich weiß auch nicht genau, wo aktuell die ganzen Feenquellen sind von den jeweiligen Dungeons. Hier hätte ich vielleicht mal eine Wundererbse setzen sollen. Ich glaube, das hätte mir gut gefallen, wenn ich hier einfach mal durchfliegen kann. Egal. So, Leute. Ich bin sehr, sehr zufrieden, was wir wieder abgeholt haben hier an Sachen und Items. Und ja, theoretisch ist Ikana auch erstmal vollständig. Da fehlt uns nur noch Kafeis Quest und die Sache mit dem Postboten. Der Postbote könnte an sich jetzt auch nochmal ein cooles Item haben, weil da gibt es halt zwei Sachen. Einmal die richtige Zeit stoppen und einmal halt die... Quest, wo du eigentlich sein Outfit bekommen würdest, also die Mütze des Postboten.
Naja. Okay. Gut. Wir machen erstmal schnell das Rezept. Und dann hätte ich gesagt, ist als nächstes Feuertempel-Time. Und ich trinke erstmal einen Schluck Kaffee. Ich hätte auch gesagt, wir machen die Folge mal wieder ein bisschen kürzer. Wir haben jetzt die ganze Zeit immer so viel Überlänge gemacht und so, ne? War schon krass. Ach, schön. I love this Musik. Dolle Musik. Ba, ba, bam. Ja, ich hätte gesagt, wir machen mal hier eine normale Partlänge draus. So, warte mal, das Rezept. Zack. Cool. Es läuft. So, und... nur Käse kriegen wir, nur Käse. So, wie war denn das mit der Axt? Der Säge. Der Säge, der Axt. Bevor wir jetzt in den Feuertempel gehen, Leute, ich mache nochmal kurze Vorbereitungen für Majora's Mask. Dulu, dilili. Zack. Was macht eigentlich der Schattentempel? Im Schattentempel könnten wir, glaube ich, auch noch ein bisschen weitermachen. Aber da ganz ehrlich, da warte ich, bis wir die kleinen Schlüssel haben. Das wäre sonst unnötig. Im Majora's Mask fehlt uns halt echt noch viel, ne? An den Masken und so. Ja. Ich gehe nochmal kurz in Majora's Mask rein, gebe da mein Geld ab. Und spule mal zum ersten Tag zurück. Einfach für mich als kleine Vorbereitung. Weil viel machen wir heute in der Folge eh nicht mehr, Leute. Dann werde ich noch zum Feuertempel latschen. Und dann sind wir auch durch für heute. Das sind so die paar Sachen, die ich jetzt noch machen möchte in der Folge. Eigentlich nur noch Vorbereitung. Aber ich möchte heute nichts mehr Großes anfangen. Das wäre, glaube ich, sinnlos. Vor allem habe ich ja jetzt auch eine Aufnahmesession von 4 Folgen gemacht. Da wäre es auch sinnlos, wenn ich da jetzt nochmal irgendwie was Neues anfange, weil ich möchte mehr heute nicht mehr machen. Okay. Aber wir haben auch ordentlich Kohle auf der Bank, ne? Nice. So, 5. 5 und 4. Wir sind richtig rich. Okay, cool. Wir haben auch immer noch nicht die Lotterie gefunden. Wo ist denn die Lotterie? Verdammt nochmal, wo sollen die sein? So, wir spulen zurück. Ja, wir gucken mal, was wir als nächstes machen. Wir gucken mal. Auch die Eier, das ist ja auch nochmal so ein Thema, ne? Mit den Eiern. Ja. Müssten wir eigentlich auch noch machen. Wäre natürlich geiler, wenn du da die Felsmaske zu hast. Ja. Das wäre cool, wenn wir die hätten. Aber man kann nicht alles haben. Ba, 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 ba. So, und dann gehen wir hier gleich nochmal... Musik verlangsamen. Also nicht Musik, sondern Zeit verlangsamen. Du, du, di, da, di, dai, dung. Und dann bin ich zufrieden mit dem Zustand in Majora's Mask. Und würde sagen, wir machen uns groß und gehen in den Feuertempel. This is the plan. Und ich werde auf jeden Fall für den nächsten Part schon mal offscreen an die Stelle laufen im Feuertempel. Oder wir machen das jetzt noch. Oder wisst ihr was? Wir könnten auch noch Volvagia schnell wegballern. Oder wir machen es halt als Finale im Feuertempel. Weil so viel ist es nicht im Feuertempel. Gute Frage, nächste Frage. Wir haben echt 8 Schlüssel im Feuertempel, ne? Das ist ja unglaublich. Verdammt. Wie viel hat man denn vorher? Wahnsinn. Habe ich so gar nicht mehr in Gedanken gehabt, dass wir 8 Schlüssel haben. So. Auf geht's. Wie viel haben wir jetzt noch übrig? 2. Ah, coole Musik.
Ja, Leute, ich komm, wir latschen doch schnell dahin, oder? Dann habt ihr ein bisschen Überlänge. Da freut ihr euch, hoffentlich. Als Erwachsener fehlen mir so ein bisschen die Hasenohren. Das ist so das einzige Manko. Ich wünschte, die gäbe es hier auch als Erwachsener. Ba, ba, ba. Ja, wir machen ein bisschen Überlänge, komm. Dann könnt ihr mir noch zugucken, wie ich dahin latsch. Für diejenigen, die darauf keinen Bock haben, die können ja schon ausschalten. Ich latsche jetzt nur noch an die Stelle, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Vor die letzte Schlüsseltür quasi. Weil was Neues anfangen. Nee, machen wir heute nicht mehr. Und Volvagia machen wir hier zum Schluss. Ich denke, das ist okay so. So. Ja, es läuft gut, würde ich sagen. Wir haben jetzt erstmal ein paar Dungeons, die wir abschließen können. Feuertempel, Geistertempel könnte man theoretisch auch noch ein Stück machen. Wassertempel auf jeden Fall komplett in Majora's Mask. Ansonsten hoffe ich halt, dass wir irgendwo die Feenmaske bekommen. Das wäre echt geil, weil dann könnten wir halt in die ganzen anderen Dungeons nochmal reingehen, könnten die ganzen Feen holen. Das wäre dann easy going. Was haben wir noch zu tun? Und ich hoffe halt, dass wir demnächst auch die Gerudo-Festung noch abschließen können. Das wäre auch toll. Also die aus Majora's Mask. Meine ich natürlich. So, da haben wir es doch schon geschafft, oder? Yep. So. Und da sind wir auch schon vor der Schlüsseltür. Ich würde sagen, hier machen wir im nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und beim nächsten Mal wieder einschalten zum Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Tschüssi, Leute!